So, willkommen in der nächsten Folge von Skyrim. Wir sind hier in dieser ganz komischen Burg. Nach euch. Und gehen jetzt mal in die Kaverne. Was auch immer eine Kaverne ist. Schreibt mal in die Kommentare, was eine Kaverne ist. So, hier. Gut, die Tür kriegt man nicht mehr zu. Hallo. Wer? Zur Hölle. Leere Weinflasche. Naja, immerhin mal wieder ein paar neue Gegner. Durchsuchen. Man kann hier die ganzen Hütten durchsuchen, weil das so Zwerge sind. Oh, Vulkanglasrüstung des großen Beschwörens. Interessant. Die sieht ja geil aus. Die nehme ich auch mit. Weil die so geil aussieht. Chitinhelm der großen Wiederherstellung. Die nehme ich nicht mit. Wiederherstellung habe ich schon mehr als genug. Was haben wir denn hier? Ein Vulkanglas-Streitkolben. Und ein Elfenschild. Okay. Also, haben wir eben auf die Karte geguckt. Da ist nämlich schon das Dings. Also, ich schub's nicht mal runter. Fuß runter! Oh, nicht so geklappt. Oh doch, du bist da. Bist natürlich aber schön die Treppe runtergelaufen, ne? Runtergelittert, geschlittert. Nicht runtergefallen. Hi. Hi. Oh, die haben schön Schmuck bei sich. Hallo? Ich bei den kleinen Zwergen fühle ich mich wie ein Kammerjäger. Hängemoos. Was haben wir denn hier? Ja, ne? Was ist das? Nix. Nix. Na gut, dann nicht. Ey, lass mich durch. Heuhaufen, da kann man doch schlafen. Quasi direkt vor mir oder unter. Mach schnell mal nicht auf, was? Scheinbar. Ah, er macht hier einen auf. Jetzt reicht es! Ist der Kleine besser als du, Stimmer? Ja! Schauen wir. Ach, stimmt wahr. Na, guck mal, ein Geldbeutel. Wie schön. Zwergenpfeile. Gehen wir mal weiter. Fuß runter! Bisschen durch die Gegend geschoben. Orkisches Schwert. Kommen Sie gleich um die Ecke. Huch, hübsch. Hallo. Ja, ganz schön düster hier, ne? Oh geil. Besser zum Aufmachen.
Oh, ein Lehrlingsschloss. Das muss, hier muss was richtig Cooles sein. Okay, jetzt erstmal jemand tot. Oh, ein Hit. Nicht schlecht, Stämmer, nicht schlecht. Was haben wir denn hier so? Nix. Nix, 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 nix. Okay, gut. Oh, ich verstehe. Aha, von hier habe ich sie gerade geschubst. Das verstehe ich auch. Wo kann man denn hier lang? Klein tut mir schon ein bisschen leid, ne? Okay, wie auch immer ich das denn gekriegt habe. Wie auch immer das geschafft habe, aber gut. So, das war schon mal das. Wir haben auf jeden Fall die Rezeptur schon gekriegt. Stell mir, das funktioniert nicht, das ist klar, oder? Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Das funktioniert noch manchmal. Wir sind jetzt bei 7,5 Minuten. Sehr gut. Dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ich bin begeistert. So, ich glaube, groß hier rumlaufen brauchen wir nicht mehr. Wir haben bestimmt auch nicht so die massiven Schätze hier. Deswegen machen wir mal einen schnellen Ritt nach draußen. Ich schätze. Ich schätze nach oben. Oh, guck mal hier. Was sind das hier? Stellen wir. Komm mit. Sind die nett? Er macht erstmal gar nichts. Ich speichere das mal. Das Prinzip. Los, runter! Ich mal runter. Ist ja natürlich nicht, ne, aber was soll's. Also. Hallo. Oh, my one. Hallo, Raka. Ah! Ah! Na, du kommst. Da, ah, da ist wieder Stempel. Endlich. Das war erstmal alles. Was kann ich von denen so haben? Nix. Nix, was ich haben möchte. Hier ist ein Trank in die Tränk. Geldbeutel, ein Novizenschloss-Tour. Auch nicht wirklich so. Orkischer Schild, Dietriche, Eisenbarren, das nehme ich mit. Und den hast du erst gemacht. Ich verstehe nicht, wie man in so einer Eishöhle gerne leben kann. Absolut nicht. Da muss ich hier lang? Ich glaube fast nicht. Nein, hier muss ich nicht lang. Muss hier wieder nach oben. Genau hier. Hier so lang. Perfekt. Aber es ist ganz angenehm. Mal was anderes als die Höhlen, die wir sonst immer besuchen. So,
So, hier ist wieder der Ausgang. Ich kann noch ein Stückchen Energy trinken. Ah, wie schön. Und raus hier. Ich brauche hier nichts mehr machen, ne? Da war das L. So, ich könnte jetzt natürlich direkt zum Wind schreien. Ich glaube, das mache ich auch. Schnell reisen nach dort und von dort aus zum Wind schreien. Das macht, glaube ich, Sinn. Ach komm. Ich speichere hier mal, vorsichtshalber. Ich habe auch, glaube ich, noch nicht den Schrei aktiviert. Hier, Willen beugen, Erde. Deine Stimme beugt mit zunehmender Stärke den Willen von Steinen, Tiere, Menschen und sogar Drachen. Aha, cool. Aktivieren. Ab. Den rüsten wir mal aus. Hallo. Und wenn die Welt sich erinnert, dann ist es um diese Welt geschehen. Gut, mal gucken, was passiert. Sprich mit Storn. Ich hab sie alle befreit. Hi. Ich fühle mich irgendwie anders. Mehr wie... Ist alles in Ordnung mit euch? Mhm. Ihr seht aus, als würde euch gleich schlecht werden. Ein Fieber muss mich übermannt haben. Welche Erklärung gäbe es sonst? Ich bete zum Altschöpfer, dass dies nie wieder geschieht. Was immer es auch. Was ist passiert? Das weiß keiner so genau. Ich verliere wohl den Verstand. Doch den anderen scheint es genauso zu gehen. Das ist dunkle Magie. Das muss es sein. Ja, mit dunkler Magie bist du schon gar nicht so weit weg. So. Das hat schon mal gut geklappt. Ich verliere wohl den Verstand. Doch den anderen scheint es genauso zu gehen. So, wollen wir mal gucken. Ich mit Storn. Sprechen wir mal mit Storn. Gucken, was der dazu zu sagen hat. Und plötzlich ist sie wieder Leben im Betrieb. Sehr angenehm. Das gleiche können wir wahrscheinlich gleich beim Erdschrein machen. Oder das müssen wir gleich beim Erdschrein machen. Wenn es hier auch gibt. Ne? Hallo Storn. Ihr habt gesiegt. Ja, immer. Die Luft hat sich verändert. Wir sind sicher. Also wart ihr Erfolg. Erfolg ist frei. So ist es. Ihr habt euch als wahrer Verbündeter der Skal erwiesen. Hm. Daher sind auch die Skal eure Verbündeten. Hm. Was machen wir jetzt? Wenn ihr den Windstein befreit und den Bann über mein Volk gebrochen habt, könnt ihr für den Rest von Solstheim vielleicht das Gleiche tun. Damit werden wir Mirak nicht gänzlich aufhalten. Aber vielleicht können wir ihn etwas bremsen. Das reicht nicht. Ich muss Mirak sofort aufhalten. Dabei kann ich nicht helfen. Niemand hier kann das. Ihr benötigt das Wissen, das Mirak selbst erlernt hat. Ihr müsst mehr über dieses schwarze Buch herausfinden. Mhm. Erzähl mir mehr über dieses Buch. Das war in Miraks Besitz. Es sieht nicht aus wie etwas vom Drachenkult. Es ist ein finsteres, unnatürliches Ding. Ich will nichts damit zu tun haben. Aber der Zauberer der Dunkelelfen, Neloth, er kam vor einiger Zeit zu uns und fragte nach schwarzen Büchern. Ich glaube, dass er sehr viel über sie weiß.
Vielleicht sogar zu viel. Sucht ihn im Süden. Seid vorsichtig, Drachenblut. Hier ist etwas anderes am Werk. Aha. Begonnen der Weg des Wissens. Was wisst ihr über die schwarzen Bücher? In unseren Traditionen werden sie nicht erwähnt. Aber sie und Niraak sind miteinander verbunden. Wenn ihr ein schwarzes Buch gelesen habt, habt ihr ihn gesehen. Und die Macht des Buches stammt aus der gleichen dunklen Quelle wie die, die den Windstein korrumpiert hat. Aber seid auf der Hut. Ihr geht jetzt den gleichen Weg wie Niraak. Wieso glaubt ihr, dass dieser Nelord mir bei der Suche nach dem schwarzen Büchern helfen kann? Er sucht ebenfalls nach ihnen. Er hat sogar schon eins gefunden. Er hat es mir gezeigt, als er hierher kam. Es ähnelte dem, das ihr in Miraaks Tempel gefunden habt. Eine Schöpfung dunkler Magie. Nicht des Allschöpfers. Wer ist der Allschöpfer? Wer oder was ist der Allschöpfer? Ihr seid ein Fremdling. Ich weiß nicht, ob ich es euch erklären kann, aber ich versuche es. Der Allschöpfer ist der Schöpfer aller Dinge. Er sorgt dafür, dass das Leben wie ein großer Strom fließt. Wie alle Flüsse ins Meer zurückkehren, kehrt auch alles Leben irgendwann zum Allschöpfer zurück. Unsere Sitten mögen euch fremdartig vorkommen. Doch die neuen Götter des Kaiserreiches sind für uns ebenso fremdartig. Okay. Was ist geschehen, als ich den Windschrein angeschrien habe? Die Macht des Steins wurde korrumpiert. Das war die Quelle des Einflusses, der die Skal überwältigt hat. Euer Schrei brach das Böse, das den Stein kontrollierte. So wurde seine wahre Bestimmung als Überbringer der Gaben des Allschöpfers wiederhergestellt. Die Befreiung der anderen Steine mindert den dunklen Einfluss, der sich auf Solstheim ausbreitet. Andere Steine? Ja. Es gibt 6 heilige Steine. Wind, Wasser, Erde, Tier und Sonne und Baum. Baum? Sie bewahren die Einheit des Landes. Freya sah, dass der Baumstein jetzt in Miraaks neuem Tempel eingesperrt ist. Ich bezweifle, dass ihr ihn befreien könnt, bevor seine Macht nicht gebrochen worden ist. Doch ihr könnt vielleicht die anderen Steine läutern. Auch wenn das Miraak nicht aufhalten wird, wird es seine Rückkehr sicher verzögern. Gut. Möge der Allschöpfer... Naja. So, wollen wir auf die Karte gucken. Die Karte wurde aktualisiert. Hier ist noch ein Stein, der Tierstein. Ja, dann laufen wir eben zum Tierstein. Ich bin dafür, dass wir jetzt die ganzen Schreine erstmal wieder... säubern, läutern, wie auch immer. Und dann uns auf die Suche nach... Nein, nicht auf die Suche, aber auf dem Weg nach Nelord machen und mit ihm über das schwarze Buch reden. Und das ist ein guter Plan. Den Tierstein, das haben wir schon mal gekriegt. Hier so eine goldene Rubinkette. Perfekt. So. Prall weg. Krabba. Wie, die kann, den kann ich reden? Krabba. Krabba.
Sicher, dass das kein Bug ist? Fühlt ihr euch krank? Warum sind wir hier oben? Der Gestank ist ja... Werbeschwören hinzugefügt. Heilige Steine gewähren nur einmal pro Tag Kräfte. Interessant. Ich glaube, ich habe gerade einen Bug herausgefunden. Ich fühle mich irgendwie anders. Na gut, wie auch immer. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir zum Beispiel den Sonnenstein. Sprich mit Elunea. Warum sollen wir das nochmal tun? Ich glaube, ich bringe mal eben die Rezeptur zurück und gehe dann gleich zum Erdschrein. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Habe ich das nämlich auch schon mal erledigt. Und dann können wir zum Sonnenschrein. Oder zum Sonnenstein, nicht Schrein. Und der Typ ist nämlich schon wieder pennen, oder? Ja, es ist nämlich gerade 5 Uhr morgens. 3 Uhr morgens. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 6 Stunden vor der Tür warten. Wie bei einem Apple-Verkauf hier. Hattet ihr Glück auf eurer Suche nach Esmond? Er ist tot, aber gewiss habe ich die Rezeptur gefunden. Ich habe ihm gesagt, dass er da nicht hinausgehen soll. Hört sich an, als hätte der Dummkopf bekommen, was er verdient hat. Hier, nehmt diesen Schlüssel. Geht in mein Haus und schließt die Tür im Keller auf. Nehmt euch heraus, was ihr gebrauchen könnt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Das ist ein Wort. Bringt mir eure Waffen und Rüstung. Ich repariere sie euch. Sind nicht da, ne? Hat keiner gesehen. Oh, wir haben schon wieder 22 Minuten. Ha! Mensch. Okay, gut. In der nächsten Folge gehen wir in den Keller und dann machen wir die Erdschreine. Alles klar? Wunderbar. Ich vergesse immer die Zeit, wenn ich so geile Spiele spiele und gerade so voll in der Story bin. Also bis morgen. Tschö!